Ja, guten Morgen, liebe Rad- und Wanderfreunde. Der 10. Tag unserer Radreise beginnt bald. Wir müssen das Zelt noch abbauen. Dann schauen wir hier am Ort, soll ein Bäcker sein, da wollen wir frühstücken. Und dann müssen wir in diese Richtung, genau in die Richtung, wo heute ziemlich stark der Wind herkommt. Ja, wir sind mal gespannt. Ja, jetzt erstmal noch abbauen und dann Bäcker und Wind. So ist der Plan. Das ist unser Weg für heute. Der letzte Tag, der 5. Tag hier auf dem Murradweg. Wir sind jetzt hier gerade irgendwo. Und dann fahren wir da hoch bis St. Michael. Und da ist Ende für uns. Hier geht es noch hoch zur Quelle. Da wollen wir aber nicht mehr hoch. Wir wollen hier bei St. Michael wollen wir die Tour beenden. Ja, so sieht's aus. Dann müssen wir jetzt erstmal starten. Hm? Heute müssen wir mal wieder vorm Laden essen. Kaffee hat Ruhetag. Dann haben wir halt in der Bäckerei was mit rausgenommen. Hier so ein Pizzateil. Mal sehen, wie weit es mich bringt heute. Kaffee haben wir gekriegt und einen Kakao. Ja, kann man den Tag beginnen. Celine sieht glücklich aus. Sehr glücklich heute Morgen. Ja, gefrühstückt haben wir jetzt was, einen Kaffee haben wir auch gehabt. Jetzt sind wir wieder runter an die Mur, fahren wieder über die Brücke, wo wir gestern zum Campingplatz sind. Und weiter geht's. Mur aufwärts, Mur aufwärts. Gegen der Wind. Na klasse, Celine tobt schon. Ja, was will man machen? Kalt ist es auch noch. Du musst einen Helm aufsetzen, dass dir warm wird. Nee. Als erstes kommen wir heute durch Wallersbach. Und da ist Wallersbach schon wieder zu Ende. Zu dem Campingplatz gestern wollte ich auch noch was sagen. Also für 11,20 Euro wirklich ein super Platz. Zwei Personen, 11,20 Euro. Die Duschen waren gut, Toiletten waren sauber, hat alles gepasst. Man hätte auch da im Kiosk oder in dem Café was essen können, in dem grünen See baden. Was nicht so mein Ding ist, aber ansonsten hat es sich wirklich gelohnt, da hinzugehen. Und hier haben wir wieder einen schönen Blick auf die Mur. Ja, in der Nacht hat es angefangen mit dem Wind, da hat es auch übelst geregnet. Immer wieder und stellenweise ist richtig stürmisch geworden. Jetzt heute Morgen haben wir noch ordentlichen Wind von vorne. Ich hoffe, dass sich irgendwann ändert. Aber ja, daran können wir nichts ändern. Ja, jetzt sehen wir hier wieder die nächste Ortschaft. Das sieht schon gut aus, trotz Wind. Und wieder mal eine Moorüberquerung. Auch heute haben wir wieder so ständiges Auf und Ab. Und durch dieses ständige Auf und Ab merkt man gar nicht, dass man flussaufwärts fährt.
weil es ja immer wieder hoch runter geht, hat man das gar nicht so im Gefühl, dass es flussaufwärts geht. Aber es geht hoch. Ja, dann noch was zur Navigation. Ich habe ja die Route auf Gypsies geplant, habe die dann mit dem Sigma jetzt abgefahren und es hat also alles 100% gepasst, ohne Probleme. System ist nicht abgestürzt. Ich habe geplant immer von Campingplatz zu Campingplatz. Auch das hat immer punktgenau gepasst und wir haben immer genau gewusst, es sind noch 60, 65 Kilometer oder was auch immer bis zu unserem Campingplatz. Und es war schon sehr gut, muss ich sagen, zum Abfahren dann. Gerade mit der Celine, sie wollte halt schon immer genau wissen, wie weit muss ich noch. Und da ist das natürlich eine feine Sache. Wenn man das dann genau sagen kann, dann ist sie vorbereitet. Ja, weiter geht's. Und inzwischen ist 8:55. Ja, so früh waren wir eigentlich noch nie unterwegs. Soweit ich weiß. Ja, hier ist ein Laden. Da haben wir jetzt wieder unser Mittagessen gesichert. Hier, noch so ein Kaffee Latte, weil heute Morgen der Kaffee, das war nicht so arg viel. Und dann geht's weiter mit Vesper. Alles gesichert jetzt. Ja, heute am letzten Tag bleibt uns wohl gar nichts erspart. Zu allem Überfluss fängt jetzt wieder an zu tröpfeln. Aber da vorne sieht es hell aus. Fahren wir schnell in die Richtung, wo es heller aussieht. Irgendwie ist der Regen doch schneller wie wir. Der überholt uns wohl bald. He? Ja, wir haben jetzt die Regenjacken angezogen. Und dann geht's gemütlich weiter. Ah, ein Hund. Celine, nimm doch gleich mit, du willst einen Hund. Ja. Wäre der was? Ja. Ja. Und immer, wenn man oben ist, hat man natürlich schönen Blick in die Täler rein. Und wir müssen hier geradeaus in das Tal rein. Der Regen hat wieder nachgelassen. Es scheint ein guter Tag zu werden. Oh je. Und immer wieder bergauf. Hier wieder mit Serpentinen. Nach 28 Kilometern liegt jetzt die Bezirkshauptstadt Morau vor uns. In Morau sehen wir natürlich zwei interessante Dinge. Ein Baum voller Fahrräder, ja, und die Brauerei. Okay. Aber für uns geht's weiter in diese Richtung hier. Zur Abwechslung mal wieder bergab. Und wieder ein Stück weiter oben. Stück für Stück kommen wir unserem Ziel entgegen. Jetzt fahren wir schon eine ganze Weile hier auf so einem Radweg direkt neben der Mur. Richtig schön. Links sind die Gleise von so einer Schmalspurbahn. Da fahren hin und wieder auch Dampfzüge, so kleine.
Ja, und wie gesagt, hier auf dem Weg gerade ziemlich eben, das ist gerade gut, aber es wird bald wieder hochgehen, weil wir sind ja jetzt ganz unten so gesehen. Das heißt, es kann nur hochgehen. Ja, über die Brücke gehen wir zur Abwechslung mal nicht. Wir bleiben weiter hier auf der Seite und fahren geradeaus weiter. Da unten jetzt die Schmalspurbahn, die Moortalbahn. Da müssen wir her. So, Celine geht jetzt lieber da drin sitzen. Aber sie ist tapfer, sie trettelt noch. Und tschüss. Ja, es ist gleich 12 Uhr. Wir haben hier einen wunderschönen Platz für eine Brotzeit und deswegen werden wir das hier auch jetzt zelebrieren. Vespa haben wir ja heute Morgen schon gekauft und die Hälfte von der Strecke haben wir auch schon weg, über die Hälfte. Und jetzt würde ich sagen, jetzt essen wir erstmal in Ruhe und dann gucken wir, wie weit wir noch kommen. Zum Wohl. Ja, wir haben gerade mit der Sabine telefoniert. Die hat es noch 95 Kilometer auf der Autobahn bis St. Michael. Bis St. Michael. Ja, wir haben noch 40 Kilometer knapp. Jetzt sind wir am Überlegen, ob wir vielleicht jetzt nur noch 20 fahren und Sabine uns noch 20 entgegenfährt. Aber das wird sich im Laufe der Tour dann entscheiden. Wenn sie dann da oben ankommt, ruft sie uns nochmal an und dann gucken wir mal, wo wir sind. Ja, so werden wir es machen. Wir sind da sehr flexibel. Du sowieso, gell? Mhm. Aber im Weiterfahren nicht, aber im Kürzerfahren. Mhm. Das, im Kürzerfahren sind wir flexibel. Mhm. Und weiter geht's. Ab sofort der Sabine entgegen. Gerade sind wir durch Stadel an der Moor und hier geht es wieder über die Moorbrücke. Ja, sobald wir aus dem Wald rauskommen, müssen wir immer ein bisschen gegen den Wind wieder ankämpfen. Ja, inzwischen haben wir 50 Kilometer. Eigentlich noch 34 vor uns. Aber ich denke, das wird ein bisschen verkürzt heute. Ja, insgesamt haben wir inzwischen 889. Ja, und das ist auch ein schönes Örtli hier. Das ist jetzt Predlitz hier. Also, genau hier sind wir jetzt. Da kommt jetzt bald wieder so ein blöder Zacken nach oben. Und da ist St. Michael. Ja, St. Michael 30 Kilometer, Tamsweg 14 und Rammingstein 6.
Und jetzt wieder ein bisschen bergab. Gerade haben wir hoch müssen. Ja, die Sabine hat jetzt gerade angerufen. Die ist da jetzt oben am Campingplatz. Und sie hat gesagt, sie fährt uns jetzt entgegen, 15 Kilometer. Wir treffen uns dann in Tamsweg. Dann hat sie noch so 15 Kilometer dahin. Und wir werden auch noch so 15 Kilometer bis dahin haben. Ja, so gesehen bin ich jetzt auch langsam froh, wenn das Thema ein Ende hat. 10 Tage auf dem Rad, das langt mir dann irgendwann auch mal wieder. Jetzt aber noch 15 Kilometer irgendwie genießen. Das da vorne ist Dörfel. Dörfel heißt es. Das heißt so, wie es aussieht. Dörfel. Jetzt sind wir Rammingstein auch. Wieder direkt unten an der Mur. Ja, da vorne sieht es aus, als ob es wieder der Berg hochgeht. Ja, wir sind so langsam gewöhnt. Ein Auf und Ab hier. Wahnsinn. Ich habe gerade im Navi geguckt. Wir müssen hier über die Brücke auf die andere Seite wieder. Und dann hoffe ich doch, dass wir mal eine Weile im Tal fahren. Nicht immer auf und ab. Das nervt so langsam. Ich würde sagen, noch 8,7 Kilometer, dann haben wir es geschafft. Dann sind wir durch. Ja, genau so stelle ich mir das vor. Im Tal, direkt neben der Drau. Ach Quatsch, neben der Mur. Jetzt irgendwann wird es auch mal klappen, wenn wir gleich durch sind hier. Neben der Mur, genau so stelle ich mir das vor. Und nicht immer die Berge hoch und runter jucken. Genau so. Das letzte Mal hier die Mur überqueren. Und dann geht's hier weiter in diese Richtung. Laut meinem Tacho sind wir auch schon auf über 1000 Metern Höhe. Ja, wir sind doch einiges geklettert in den letzten Tagen. Und meinen größten Respekt natürlich bei dieser Tour an die Celine. Die Tour habe ich eigentlich für mich geplant, allein. Sprich, ich habe die Etappen eigentlich so für mich geplant. Sie hat kurzfristig gesagt, sie will mitfahren und hat es jetzt auch durchgezogen. Hat zwar manchmal gemosert, ist ja klar, aber sie hat es bis jetzt durchgezogen. Deswegen mein allergrößter Respekt an die Celine. Hätte es so nicht erwartet. Ich habe gedacht, so hin und wieder werden wir doch eine Etappe früher abbrechen müssen, haben wir aber nicht, nur heute, und das hat einen anderen Grund gehabt. Da ist nicht die Celine schuld. Und wie gesagt, mir langt es auch. Es ist okay, es hat gelangt und es passt auch. Wir haben genug gesehen in den letzten 10 Tagen. Ja, dann würde ich sagen, Endspurt in diesem wunderschönen Tal hier. Es steht nur noch die Bahnfeen fehlen, die gerade zwischendurch fährt. Aber ich glaube, so oft fährt die nicht am Tag. Wir haben sie heute nicht so arg oft gesehen. Und Celine, bist du froh, dass es rum ist? Ja. Ja. Aber es hat sich gelohnt, oder? Weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht.
Okay. Ach ja, eins muss ich dann doch noch sagen, was mich ein bisschen verwundert hat. Wir sind jetzt 900 Kilometer gefahren und sind, ich weiß nicht, wie viel Radfahrern begegnet, mit und ohne Helm und auch sonst vielen Menschen. Nicht einer hat jemals gesagt, warum habt ihr einen Helm auf oder keinen auf. Interessiert niemand. In derselben Zeit haben auf YouTube, auf meinem Kanal, drei Leute gefragt, wo mein Helm ist. Ja, irgendwie scheint diese virtuelle Welt doch eine andere zu sein wie die echte. Weil in der echten Welt fragt dann keiner. Seltsam, seltsam. Aber vielleicht werden die virtuellen Menschen, die das immer fragen, mir auch mal begegnen und mich dann auf dem Weg fragen. Wer weiß. Der Himmel bereitet sein Nachmittaggewitter wohl schon wieder vor, aber bis es runterkommt, sitzen wir im Auto und fahren Richtung Schwarzwald. Da vorne überqueren wir jetzt wohl das letzte Mal die Mur und dann müssten wir in dem Tamsweg oder wie auch immer es heißt sein. Ja, und dann hat es ein Ende. Selinda über die Brücke geht. Ja, Tamsweg haben wir erreicht. Jetzt müssen wir nur noch die Sabine finden. Selinda, wir müssen geradeaus oder ja. Kein Schadarum, egal. Kommt das Gleiche raus. Nach 906 Kilometern ist jetzt endlich Ende. Celine scheint happy zu sein. Die Sabine scheint hoffentlich auch happy zu sein, dass sie mich endlich wieder hat. Ich bin auf alle Fälle happy, dass Sabine wieder da ist. Nicht nur, weil sie Sabine ist, sondern weil sie ein Auto dabei hat. Nein, wir sind froh, dass das Thema rum ist und trotzdem war es schön. 906 Kilometer und hier ist Schluss. Und jetzt sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Und wo ist hier die Ziege? Sag auch Ciao. Tschüss.